Wir sind in der letzten Folge hier in Engine City angekommen und was man natürlich macht, bevor man in eine Arena reingeht, natürlich das Richtige wäre hier ein Poke-Camping aufzusetzen. Habe ich recht? Und hier sind wir im Poke-Camping. Beim Poke-Camping kannst du mit all deinen Pokémon spielen, mit ihnen essen und so eure Freundschaften vertiefen. Wenn du viel mit deinen Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Spiele mit deinen Joy-Con-Controllern. Entferne einen Joy-Con vom System und schwinge ihn, um deinen Pokémon einen Ball zuzuwerfen oder den Pokewedel zu schwingen. Bist du geschickt im Umgang mit dem Pokewedel, kannst du die Aufmerksamkeit der Pokémon erregen. Schlägst du in der Dazuzone dein Pokécamp auf, kannst du dort mit bis zu drei anderen Trainern spielen. Es kommt vor, dass Leute von Pokémon, denen du noch nie zuvor begegnet bist, dein Camp besuchen, also so wie in Pokémon Quest. Das ist die perfekte Gelegenheit für neue Bekanntschaften. Und das ist jetzt mein Ort hier. Das sind meine Pokémon, ja. Okay, machen wir das mal. Nehmen wir mal zwei Joy-Cons raus. So, oh Gott. Da ist mein Mikro aus Versehen mal wieder runtergefallen. Ich sitze hier aber auch sehr seltsam, muss ich dazu sagen. Kein Wunder, dass mein Mikro da hinfällt. So, das machen wir kurz. Ohne, dass meine Aufnahme am besten abstürzt. Oder, was heißt Aufnahme abstürzt, ohne dass mein Mikro aufgibt. Aber manchmal sagt sich OBS so, nö, kein Bock mehr. Aber ich sehe immer, wenn ich OBS gucke, ob das noch angeschlossen ist oder nicht. So, wie funktioniert das jetzt? Ich habe jetzt die Joy-Cons. Spielzeug zücken. Muss ich das irgendwie? Ich kann nichts machen. So, ich habe mal eben die Joy-Cons eingestellt. So, und jetzt wedeln wir mal. Hallo. Man kann aber auch mit A wedeln, falls man die Joy-Cons nicht hat. Aber ich versuche mal mit den Joy-Cons, ob das gut ist. Und es ist nicht wirklich gut. Es funktioniert nicht so, wie es soll. Ne, das war es nicht wert. Das funktioniert nicht so, wie es soll. Ihr seht ja, wie seltsam das hier ist. Au! Ey! Ey! Hey, ja, guck mal hier oben. Hier oben, guck mal hier. Guck mal hier. Au! Hier oben. Guck mal hier oben. Hier oben. Hier. Nein, nein, hier. Warte, wir schmeißen den Pokéball. Spielzeug wechseln. Okay, einfach schütteln. Aber die Kamera, die dürfte die ganze Zeit, weil die Joy-Cons immer driften. Hä? So, ich tu mal wieder die Joy-Cons rein. Und dann mache ich den Core-Controller wieder an. Okay. Hallo! Kann ich auch was mit euch machen? Ich kann reinzoomen. Hi. Hallo Memion, na, wie geht's dir so? Reden. Wie geht's? Okay. Memion. Jo, Memion. Los, spielen gehen. Spielen die jetzt? Ich war das. Hallo. Oh, wie süß. Hi. Los, spielen gehen. Süß. Egal, ich glaube im Moment können wir noch nicht viel im Pokécamping erreichen. Schade auch. Was? Deine Pokémon haben für den Aufenthalt im Pokécamp EP erhalten? Was? Okay, das kann broken sein. Oh mein Gott, nein. Ich hoffe, das ist nicht broken. Oh lol. Die Öffnungszeremonie der Arena Challenge ist jedes Jahr mein absolutes Highlight. Okay, da komme ich lang. Okay. Die Arena-Leiter sind bei der Eröffnungszeremonie für die Arena Challenge auch mit vor der Partie. Ja, da, das Engine-Stadion, der Schauplatz der Eröffnungszeremonie. Auf die Schaukämpfe freue ich mich auch schon sehr. Okay, da wartet schon Hop auf uns. Wie sieht der denn bitte aus da links? So ein Pokéball. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich guck mal, wie weit ich mich erkundigen kann. Dieses Kramos trägt sonst jedermann durch die Lüfte, aber jetzt braucht es mal eine Pause. Okay, dann halt nicht. Das Spiel will unbedingt, dass wir einfach hier in den ersten Orden holen. Deshalb machen wir es mal. Dieses Stadion ist groß genug, um dynamaximierte Pokémon darin kämpfen austragen zu lassen.
Vor langer Zeit soll es ja mal ein gigantisches Stadion ganz aus Stein gegeben haben. Okay. Das Stadion ist riesig. Wie viele Häuser da wohl reinpassen? Oh nein, ich bin zu weit. Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zieh doch schon total von Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität, das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, Michael. Die ganze Welt soll unsere Namen kennen. Jo, einen Moment nur. Tada! Du bist dir nicht zu schade, auch einen Pokémon wie mich anzusprechen. Dafür würde ich dir was Feines geben. Danke. Jetzt habe ich seinen Bruder bekommen. Ach übrigens, mal so unter uns, ich bin in Wahrheit gar kein Pokéball. Da bist du waff, oder? Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, ich verrat's dir. Man nennt mich Balduin. Okay. Alle Teilnehmer der Arena Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht im Knospi Inn zu verbringen. Knospi Inn. Wir Liga-Angestellten sorgen dafür, dass die diversen Kämpfe bei der Arena Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Okay. Rein da ins gute Häuschen. Da sind wir. Wow, schau dich du mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir also uns durchsetzen. Okay, das sind aber ein paar viele. Komm, melden wir uns an. Okay. Coole Statue im Hintergrund. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwar hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Ja, bitte. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Den und hat euch beide als Teilnehmer an der Arena Challenge empfohlen? Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet. Mein Name ist Hop. Vor ihnen steht Gdalions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow. Moment. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen und ihr habt die freie Wahl, welche ihr haben wollt. Nehmen wir die Nummer 1. Das ist also für die Eisenschienen. Gut, das trage ich sofort ein. Einfach die 1, warum nicht? Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Nummer ich nehmen soll. Okay, lasst mich. Trag bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Öffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi-Inn übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm. Wir checken am besten gleich im Knospi-Inn ein. Ja, warte, halt mal Abstand hier. Ich muss kurz gucken, was es hier noch so gibt. Entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger Zutritt, die sich an unserer Arena-Mission versuchen. Okay, sorry. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge. Meine Familie klebt dann sicher am Fernseher. Vielleicht sollte ich nochmal im Spiegel checken, ob meine Frisur richtig sitzt. Jojo, ich war auch schon beim Friseur. Alle sind so nervös, ob wir das wohl schaffen? Keine Ahnung. Hey, hast du schon gehört, dass bei diesem Turnier auch Trainer mitmachen, die eine Empfehlung von Champ und Rose haben? Ja. Meine Empfehlungen stammen vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwende länger mal eine kostbare Zeit. Sorry. Die Arena-Challenge beginnt bald. Als Arena-Challenger sollten wir einfach alles aus uns herausholen. Ich bin wegen der Eröffnungszeremonie so nervös. Ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Und meine Pokémon in ihren Bällen, sie platzen gerade so vor Tatendrang. Die schaut doch mal nicht, die ist cool. Oh, ich höre jetzt die Musik. Das ist die Arena-Musik. Wie cool, du. Oh, sind das alles Arena-Challenger? Ja. Auch wenn es so viele Teilnehmer sind, werden sich nur wenige bis zum Ende durchsetzen. Mag sein.
Rico. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Okay. Dann gehen wir mal zum Knospi-Inn. Wo ist denn das Knospi-Inn so? Oh, du bist Arena Challenger Maika, habe ich recht? Zum Knospi-Inn geht es hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest. Klar, gerne. Okay, mit wem haben wir noch nicht geredet? Mit denen haben wir geredet, aber hier nach noch nicht. Aber wir sind schon da. Okay, schade. Dies ist das Knospi-Inn, Maika. Okay. Tritt ein und ruhe dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Okay. Hallo. Mein Lieblingsmensch ist der Champ. Und mein Lieblingswort lautet der, die, das Allerbeste. Die meisten Unternehmen hier in Gala befinden sich im Besitz von Liga-Präsident Rose. Okay. Können wir hier lang? Hier ist Lapras. Wie weit können wir lang, bis wir wieder gestoppt werden? Hier ist ein Pokémon-Center. Und ein Markt, ja. Immer ein Markt dazu. Okay, wo bin ich hier? Alter, hat mir mein Nebenjob richtig Spaß gemacht. Ich habe hart gearbeitet und wurde dafür reichlich entlohnt. Es gibt Dinge, die Pokémon gut können und Dinge, die Menschen gut können. Wenn wir die Aufgaben aufteilen, ist alles nur erledigt. Ja? Ich erhole mich gerade von der Arbeit. Jetzt ist nur die Frage, was ich mir ansehen soll. Einen Arena-Leiterkampf oder ein Fußballspiel? Ey, ich empfehle den Arena-Leiterkampf. Das ist viel spannender. Okay, wisst ihr was? Komm, was machen wir später mit den Erkunden? Gehen wir doch erstmal ins Knospi-Inn. Erkunden können wir später auch nochmal mehr. Ui. Ist das Deleon? Mit so einer Ritterrüstung? Oh, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Hey Sanya, was machst du denn überhaupt im Hotel? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, es ist vielleicht irgendwie mit der Legende der Galaxy-Region zusammenhängend. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Nein, danke. Diese Statue, wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferungen zufolge einst die Gala-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Erzähl uns bitte alles. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Gala ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Die Legende wirft viele Fragen auf. Was hat es zum Beispiel mit dem Schwert und dem Schild des Helden auf sich? Und was steckt hinter diesem schwarzen Wirbel? Der Name Finstere Nacht kommt wahrscheinlich daher, dass er den ganzen Himmel bedeckt hat. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert und dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Sanja schafft das schon. Danke, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie werde ich eine heiße Spur finden. Sag mal, wolltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen auch noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir auf jeden Fall Bescheid, Sanja. Okay. Oh, ich wollte nicht rausgehen. Ich dachte, da kann man sich erkundigen. Ups, es ist schon Nacht. Warum ist es Nacht? Achso, wahrscheinlich, weil wir jetzt hier drin sind. Okay. Pass bitte auf Gott auf Hopp auf, ja? Delian macht sich nämlich immer zu Sorgen um Hopp. Er kümmert sich um ihn wie ein Vater. Gar nicht verstehen. Was sind das denn für Leute? Was ist denn mit diesen Typen los? So kann ich ihn nicht einchecken. Echt so. Was ist denn mit diesen Typen von Team Yell denn nicht? Ey, yo! Olé, 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 olé! Meine Kollegen von Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainern bei der Arena Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider deine Pokémon platt machen. Entschuldige die Störung.
Oder sagen wir anders, mal sehen, wer hier wen platt macht. Hä? Team Yell. Du legst echt drauf an, was? Wie du willst, ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans erschrecken vor nichts zurück, um ihren Stars zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Schreit ihr mich etwa an, oder was? Sieht so aus. Zixas? Ist das das Neue? Ja, das Neue! Das Gala Zixas ist so cool und so nice. Ich mag es. Bam, bam, bam. Ich höre leider die Musik gerade nicht so gut. Aber ich denke mal, die ist cool gerade. Bam, 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 yeah. Oh, wow, das war zu einfach. Uff, sorry. Okay. Das war's schon. Das breche ich einen Streit vom Zaun und dann fälle ich ihn auch noch. Was eine Blamage. Tja, leg dich nicht mit mir an. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihr, dass Team Yell immer zusammenhält. Geht klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in der Hotellobby zu kämpfen? Du musst jetzt gegen alle vier? Ich meine, ich habe vier Pokémon. Von daher passt das. Klappt die Fuchs. Okay. Ja komm, Memmion, du bist zu stark. Wir nehmen mal jemand anderen rein, okay? Wie wär's mit Wolli? Wolli hatten wir schon lange nicht mehr. Memmion, komm zurück. Los, Wolli. Au. Welchen Level ist der? 9 nur. Okay, gut. Deckel. Ah, Rezugi ist das aber schneller. Greif ihn an mit deinem Tackle. Ja, so viel Schaden macht das nicht, aber es passt schon. Ich denke, das passt schon. Bam. Okay. Tackle. Hoch zu Keep. Da gibt's einen Tackle. Bam. Und down. Ja, okay, gerade noch so. Nice. Und das war's. Sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Glaube ich auch. Ich fühle mich in diesem Schnobelschnuppen einfach nicht wohl. Nobelschuppen. Sonst hätte ich nie verloren. Was ist denn das für ein Lärm, Michael? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du ja für die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steck mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heile ich doch deine Pokémon. Okay, wie du meinst, ne? Vor euch steht Arena Challenger Hopp, der nächste Champ der Galar-Region. Los geht's, jetzt heißt es 2 gegen 2. Aber das nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir. Olé! Ihr wimmelt dann maximal noch. Oh nee! Das wollen wir doch mal sehen. Team Yell. Die letzten beiden. Da greifen wir zurück an. Okay, wie viele Pokémon hat er eigentlich? Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Okay. Egal, nicht wichtig. Aquawelle. Auf irgendeinen, mir egal. Aber es ist cool, dass es wieder Doppelkämpfe gibt. Das ist cool. Ich mag Doppelkämpfe. Dreierkämpfe gibt es ja auch. Die sind nicht schlecht, aber Doppelkämpfe sind besser. Mauti Level Up, nice. Und zack. Standpauke. Aua. Oh nein. Spezial sinkt. Von Wally auch. Aquawelle nochmal. Ups, hab ich auf niemanden. Geht das jetzt auf ihn? Ja, okay. Ich bin nur konzentriert, sorry. Egal, passt. Komm, ich will eigentlich nur die Arena heute machen, komm. Aber schaffen wir, glaube ich, nicht mehr in dieser Folge. Leider. So eine Niederlage macht mich traurig. Und wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Dabei wollte ich mir doch eigentlich nur die Eröffnungszeremonie anschauen. Tja, hättest du ganz normal fragen sollen. Jetzt habt ihr allen Grund zum Jubeln und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary? Wir, also...
Ich verstehe ja, dass ihr mit den anderen Arena-Challengern auf Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nehmt es diesem Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Uff. Na los, ab mit euch, geh nach Hause. Yay. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behalten sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, das ist. Ach, du bist also auch Arena-Challenger? Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich ja glatt neidisch. Ende gut, alles gut. Hab ich recht? Vielen Dank, dass du diese Typen von TBL vertrieben hast. Jetzt komme ich endlich in die Rezeption und kann einchecken. Das war nicht schlecht, Kollegin. Dankeschön. Spring mit dem Mann am Schalter, wenn du eingechecken willst. Lucy. Guten Abend, du herzlich willkommen im Knospin. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, du bist Maike, richtig? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Dankeschön, das ist aber sehr lieb von euch hier. Und geheilt. Schade, ich dachte, wir sind jetzt in so einem Hotelzimmer, dann passiert da irgendwas noch. Hm, schade. Am nächsten Morgen. Und Hopp übt. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm, Maike, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Ja, mit seinem Wettrennen. Ja, yeah, let's go. Hopp, 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 hopp. Ich bin so hyped auf die Arena. Oh? Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena-Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Ja. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folgen Sie mir. Da wären wir also schon. Das Arena-Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. Okay, dankeschön. Hype. Hype, hype. Engine-Stadion. Ich will sofort mit den Kämpfen losgehen, damit ich endlich auch ein paar Fans bekomme. Du bist Maike, richtig? Bei Veranstaltungen, die zur Arena-Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Was? Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena-Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Zu was denn? Was geben sie mir da? Okay, werden wir ja sehen. Nicht schlecht, du Girl. Nicht schlecht. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Und die Trikot Nummer 1 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab, auch wenn man es nicht sehen kann. Verdammt, man kann es nicht sehen. Es tut mir leid. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge beginnt gleich. Da geht's los, Leute, da geht's los. Sogar Rose ist mit dabei. Meine Damen und Herren! Ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Gala-Region zu eröffnen. Die Arena-Challenge! Jawohl, die Arena-Challenge! Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter.
Yaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Galas Experte für Geister-Pokémon Nio, der Schweigsame. Richtig cool. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon, meine ich. Das ewige Eis, Mel. Die ist auch richtig cute. Und der stärkste aller Arenaleiter, Roy, der Drachensturm. Einer der Arenaleiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie, der ganze Stolz von Gala, unsere Arenaleiter. Stimmt, es sind nur 7. Und da kommen wir. Jeder ging ein, oder wie? Wer ist denn unser Gegner? Ach, sehen wir noch nicht. Was? Okay. Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden. Endlich ist es soweit. Was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Und dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich hab das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Galarie-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Mach's gut. Dringenden Termin, er geht noch eins nochmal weg, okay. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch, hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Checkt euch Ziele. Nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns angehen, Maike. Die Arena-Leiterin oder Leiter von Gala müssten in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen wartet uns in Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Oh, ich dachte, hier geht schon los mit der Arena. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Gala nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörigen Arena-Missionen bestehen und im Anschluss der Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Das heißt, jetzt gibt es hier keinen Kampf? Hallo Challenger, bist du bereit, um Arena-Leiter Kabo herauszufordern? Dann brauchst du erst den Pflanzenorden aus Turffield und den Arsa-Orden aus Keolt. Kiltholen. Kilton? Was? Okay. Das ist also eine andere Arena, verdammt. Wir müssen nach Route 3, also nach links. Und dann da in die Stadt rein. Da geht's dann erst richtig los, oder wie? Oh Gott, ich sehe gerade, das dauert noch mega lang. Maike, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Okay. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier ist ein Geschenk. Einen Dauerpass für die Flugtaxis. Flugtaxis? Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jedem beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Ach so, Glurak ist beschäftigt, deshalb. Okay. Flugtaxis. Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kramor-Schnurstrax an dein Ziel gebracht. Ich dachte schon, da haben irgendwelche fliegende Autos. Okay. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Gut Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Turffield willst, musst du also erstmal zu Fuß hin. Okay, danke. Hey Challenger, ich freue mich auf die Kämpfe. Viel Glück. Oh, danke schön. Drück die Daumen. Wow, du siehst so cool aus. Danke. Zeig, was in dir steckt. Yo. Los, immer höher, schneller, weiter, go, go, go. Ja, mach ich. Aber erst in der nächsten Folge von Pokémon
Schwert und Schild. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abo, damit ihr die Glocke anschalten könnt, um zu wissen, wann die nächste Folge von diesem epischen Abenteuer kommt. Und dann haut rein, schönen Tag noch und ciao, Leute.